Fast alle Kinder sind geschützt, weil sie geimpft sind. Doch dann werden sie erwachsen und vergessen, dass der Impfschutz alle 10 Jahre aufgefrischt werden muss. Wird die Kinderlähmung eines Tages Erwachsenenlähmung heißen? Die Kinderlähmung wartet auf ihre Chance. Die Schluckimpfung gibt ihr keine. Die Schluckimpfung ist jetzt. Rufen Sie die Information Wien 1570 oder wenden Sie sich direkt an Ihr Gesundheitsamt. Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Abendprogramm am heutigen ersten Adventssonntag. Bei den Sommerfestspielen auf der Burg Liechtenstein wurde das Gewürzkrämer Kleeblatt von Johann Nestroy aufgezeichnet. Wir zeigen Ihnen jetzt in FS1 diese Posse mit Gesang in einer Bearbeitung von Hans Weigel und in der Inszenierung von Elfriede Ott. In der Rolle der drei befreundeten Gewürzkrämer Antonius Schwefel, Damianus Baumöl und Simon Zichori, die drei verschiedene Temperamente verkörpern, sehen Sie Horst Eder, Fritz von Friedel und Oliver Stern. Aktuelle Sportberichte folgen um 22.05 Uhr. Schlussnachrichten um ca. 22.25 Uhr beenden den Sendeabend von FS1. FS2 bringt jetzt den zweiten Teil der Verfilmung von Colin McCullers Familiensaga Dornenvögel. Die Clearys trifft furchtbares Leid. Frank wird nach einer Kneipenschlägerei in Melbourne der Mordprozess gemacht. Auf Drogheda bricht ein Brand aus. Wenn Sie einmal ganz genau wissen wollen, wie internationale Stars des Bildschirms wirklich sind oder welche Großproduktionen wo und mit wem gerade fürs Fernsehen hergestellt werden, dann sollten Sie den Start der Reihe Nahaufnahme um 21.50 Uhr in FS2 nicht versäumen. Heide Tenner, Redakteurin der wöchentlichen Programmorientierungsshow 2x7, wird Ihnen in Gesprächen Ihre Stars präsentieren, von den Dreharbeiten und auch ein wenig vom Klatsch rund um die Fernsehprominenz berichten. In der heutigen ersten Folge spricht Hollywood-Star Gregory Peck über seinen Beruf und sein Privatleben. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Darstellung historischer Ereignisse im Fernsehen und der Serie Der Glücksritter. Und noch zwei weitere Stars wurden für die Premiere von Nahaufnahme vor die Kamera gebeten. Yul Brynner und James Ferrantino fielen als Herzensbrecher Dr. Toscani in der Serie Dynasty bekannt. Und mit Dynasty geht es auch um 22.35 Uhr in FS2 weiter. Heute zeigen wir Ihnen die am vergangenen Mittwoch wegen der Fußballberichterstattung ausgefallene Folge Der ungeliebte Sohn. Um 23.20 Uhr bespricht Edwin Mullins in der Reihe 100 Meisterwerke Geburt der Venus von Sandro Botticelli. Mit Schlussnachrichten um 23.30 Uhr beendet FS2 den Sendeabend. Meine Damen und Herren, FS1 bietet jetzt vor Beginn der Nestroy-Posse das Gewürzkrämer-Kleeblatt als Einstimmung einen Theaterzettel und FS2 setzt mit dem zweiten Teil der Romanverfilmung Dornenvögel fort. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Mary Carson, eine der